Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast. Das freut mich doch wie immer. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts zu verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. Ist ja wohl logisch. So, meine Freunde, und zwar folgendes. Ich habe ein bisschen weitergebaut, offscreen. Ich habe jetzt hier alles verkabelt, alles angeschlossen, hier in unseren Ölhafen. Alles mit Infrastruktur, bis auf zwei Sachen, was ich jetzt erst sehe, angeschlossen, sprich straßentechnisch, aber das machen wir gleich, so auch kein Problem. Da sind wir dran, das kriegen wir doch ruckzuck hin hier, das ist doch kein Problem. Ihr seht, es sind doch viele Stromleitungen, das ist, lässt sich leider nicht vermeiden durch diese Pumpen, die wir haben. Da kannst du es leider nur so anschließen. Ist ein bisschen doof, aber damit müssen wir halt klarkommen. So, also, die sind angeschlossen. Das ist angeschlossen. Das hier ist nicht angeschlossen. Die zwei. Mal gucken, wie wir hier da lang kommen. Warte mal kurz. Wenn wir hier durchgehen, hier rum. Die, das war ja kein Problem hier. Komm, dann nehmen wir nochmal ganz kurz die Pipeline hier weg. Legen unser Straßilein da lang. Und dann sind wir schon auf der anderen Seite. Dann müssen wir nur noch irgendwie da rankommen und da durch. Und dann haben wir das auch geschafft. So, sehr gut. Okay, so, zack. Kriegen wir den... Ah, verdammt. Kriegen wir leider nicht ganz so dran. Na, macht nichts. Können wir so ran. So, zack. Und dann, Rohrverbindung. Aber es macht ja nichts, weil, wir sind ja eh noch nicht, hier am Start, sag ich mal. So, zack. Weg. Selbe machen wir hier. Da gehen wir durch. Einfach mit unserer Straße. Und dann passt das auch. Überhaupt kein Problem. So, dich nehmen wir weg. Dann ist das auch gleich erledigt. Zack. Dann bist du auch angeschlossen für die Feuerwehr. Wisst ihr, wenn hier mal was ist. Es dient einzig und allein der Feuerwehrgeschichte. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Feuerwehr irgendwo hinballern müssen, damit das auch passt. Warte mal kurz. Mal ganz kurz weg. Eins, zwei, drei. Ihr seht, ich mache das immer in Dreier-Schritten. Das hat sich bewährt. Also easy peasy. Bau das mal fertig. Sehr gut. Wir haben momentan auch nur 1,3 Millionen auf dem Konto. Wir müssen auf jeden Fall... Was ganz wichtig ist, die Loyalität im Auge behalten. Wir haben momentan nur 43% Regierungsloyalität. Das ist verdammt wenig. Wir arbeiten aber dran. Ne? Also nebenbei immer wieder Kultur pushen, Parks bauen, etc. pp. Das muss hier alles gut werden. Ist gerade noch ein bisschen tricky. Also alles, was Kultur bringt, ist momentan sehr, sehr wichtig geworden. Genauso die Sache mit der Geheimpolizei und natürlich auch mit den, mit dem Waisenhaus. Hier haben wir gerade ein bisschen wenig Leute drin. 54 sind zwar drin, aber wir haben keine Lehrer. Das ist schlecht. Genauso wie wir keine Agenten haben. Weil keiner so hoch Loyalität hat. Das ist ein Problem gerade. Gehen wir auf 50%. Ich versuche mal hier so ein bisschen. Das ist okay. Ah, es ist schwierig gerade. Oh, guck mal, jetzt kommt ein Hubschrauber. Will die da abholen oder was? Ja, das läuft hier noch nicht so. Ich könnte natürlich jeden erlauben, dort zu arbeiten. Was will ich ja nicht. Ne, das soll passen. Also, wie gesagt, das läuft jetzt hier alles. Wir müssen es im Auge behalten. Das Ganze sieht jetzt auch ein bisschen besser aus mit dem Gras jetzt. Guckt euch das mal an hier, wie das hier alles läuft. Das fließt hier alles. Das ist ein fließender Strom. Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Das ist so gut. Und die Lager füllen sich. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, wir müssen auf der anderen Seite da natürlich jetzt zusehen, dass wir da jetzt was hinbekommen.
dass wir das dort entladen können. Genauso wie wir zusehen müssen, dass wir Öl ranbekommen. Aber auch das kriegen wir hin. Warte mal kurz. So, hier hinten ist schon wieder problematisch. Ich sehe schon wieder, was ist denn schon wieder mit euch los? Was stimmt denn schon wieder mit euch nicht? Warum ist hier schon wieder Stress? Kinder der Sonne. Was ist denn hier schon wieder? Warum ist schon wieder so wenig Strom da? Ancient Skinner. Stockt hier schon wieder. Gebäude ist ohne Strom. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Was das Ding hier an Strom frisst. Das ist doch echt nicht mehr normal. Das gibt's nicht, ey. Das ist nicht mehr normal. Die Leute sind doch da. Da muss doch eigentlich mehr gehen. Hier, okay, hier oben sind gerade keine Arbeiter. Das finde ich jetzt natürlich äußerst uncool. Dass da jetzt keine Arbeiter sind. Was ist hier schon wieder los? Leute sind doch da. Kinder, geht hier in die Dings rein. Geht dort arbeiten. Ihr müsst arbeiten. Geht da rein. Und warum seid ihr schon wieder Kultur und Bürger, Taverne etc.? Ihr seid doch echt... Macht mich wahnsinnig. So, wir holen uns ein paar Leute ran. Es hilft ja nichts. Irgendwie dollartechnisch geht es gar nicht runter. So, extra hier angebaut. Und dann kommt hier keiner ran, oder was? Leute, macht mich nicht schwach hier. Keine Arbeiter. Kein Wunder, dass es hier schon wieder alles stockt. Wird Zeit, dass wir hier das große Kraftwerk hinbauen mit Kohle und so weiter. Also, das ist schon heftig gerade. Geht arbeiten. Marsch. Bewegt euch. Ihr müsst dorthin. Ihr müsst dorthin. Wir brauchen hier Leute. Und zwar flott. Steigt schon wieder keiner aus, oder was? Moment, das geht mir ja... Moment. Nein. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Steigt dort nicht aus. Aha, aha. Okay, alles klar, verstehe. Hier auch. Stopp. Hier steigt auch keiner aus. Man muss das wirklich in der Endhaltestelle quasi ausschalten. Das ist Wahnsinn. Das ist hart. So, jetzt hier aus. Warte, stopp. Nee, warte mal. Das ist die hier, ne? Small. LV. TLV. Er dürfte eigentlich nicht umsteigen. Steigt dort nicht aus. Steigt dort aus. Steigt dort einfach nur aus. Now ist das hier dasselbe. Busse, die hier hochfahren, sollten es aber noch nicht tun. Wir haben gar keine Busverbindung hier hoch. Fällt mir gerade jetzt mal so auf. Wahnsinn. Passagiere, Arbeiter, komm. Bring mal ein paar Randlinge, ein Arbeiter. Ich hoffe, der steigt aus. Das müssen wir ganz kurz beobachten. Sorry, Leute. Okay, der ist ausgestiegen, steigt aber wieder ein. Was zum... Nein. Herrgott nochmal, sage ich nur. So, hier haben wir auch ein Waisenhaus. Das läuft zumindest. Ist okay. Das Ding hier will ich eigentlich wegreißen. Also wie gesagt, wir haben so unsere Problemchen, ne? Es ist nicht leicht. Jetzt mit diesen Regierungsloyalität, was neu reingekommen ist. Das ist schon Knirsch. Es ist Knirsch.
Vor allem hier kommen auch irgendwie gerade keine richtigen Leute an Land. Das ist 17. Eigentlich sollen die hier fahren. Wir müssen das im Auge behalten. Vier. Neun. Es ist nicht der Burner jetzt, ne? Das muss man ehrlich sagen. Gut, aber das hier läuft zumindest. Die Produktion läuft. Okay, wir wollen uns jetzt auf jeden Fall hier drum kümmern, dass das jetzt hier mal an den Start geht. Unser Ölhafen. Da müssen wir auch was tun. Ich guck mal, ob wir irgendwie... Warte mal. Anschlüsse. Okay, da haben wir die Ausgänge. Da müssten wir theoretisch... Theoretisch hat der ja auch einen Anschluss. Wenn wir hier einen Tank reinpacken und der dann immer wieder rankommt und den Tank auffüllt und der Tank dann dahin geht, dann müsste es doch gehen. Bisschen kompliziert vielleicht, aber es geht. Müsste gehen. Okay, wir probieren es mal aus. Also, dass wir hier einen großen Tankzug ranholen. Dass wir hier vorankommen, Leute. Wir könnten natürlich auch sagen, okay, fahr einfach direkt hier ran und ignoriere das Gleis. Ist auch eine Möglichkeit. Geht nicht. Da müssen wir ran. Wir brauchen Platz hier. Das Gute ist, wir kriegen jetzt wieder kontinuierlich was ran. Also erstmal sehen wir zu, dass wir jetzt das Öl hier loswerden. Nach drüben verschiffern, den Rest dann verkloppen. So, okay, das ist Nummer Uno. Also, zu einem Ölhafen gehört meiner Meinung nach auch ein Öllager. Gerade überlegen, ey, nehmen wir wirklich auf ein Schiff ein Dings? Was der entladen hat, ist auch doof, ne? Dann mal kurz. Der kommt da hin, entlädt es da rein. Der kommt da hin und lädt es in, da rein, geht da raus. Da muss kein Anschluss rein. Den einen können wir als Notanschluss machen. Wir machen zwei Sachen. Wir werden beide Dinger nutzen. Einmal den Anschluss mit der Geschichte und den anderen Anschluss. Wir kommen mit zwei Sachen. Wir werden zwei Zuganschlüsse nehmen. Einer, der hier direkt hier reinfährt, ein einzelner. Und der andere, der hier oben reinfährt. Das ist der Plan. Das ist der Plan, was wir machen wollen. Und so machen wir das jetzt auch gleich. So, warte. Elektro. Normalerweise müssten wir echt sagen, ey, komm, wir nehmen Diesel. Wir haben ja genug Sprit, ne? Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wir müssen es irgendwo abtanken. Ich hab mal ganz kurz geschaut. Es ist so viel Öl noch da. Wir könnten hier auch nochmal Öl ranpacken. Nochmal Benzin. Das ist... nicht leicht. Wenn wir sagen, wir bauen eine... Warte mal kurz. Das geht mir auch auf den Puffer. Du bist die Bitumen. Was ist diese außer Rand und Band gerade? Das Ding ist voll. Bitumen. Bitumen. Noch mehr Bitumen. Raffinerie. Hier oben, das Ding ist proppevoll. Das ist okay. Und die können nicht lagern. Wenn wir jetzt hier noch ein Lager bauen und mit Rohrleitungen rumgehen, hier das Lager bauen und dann die Strecke, die wir bauen, hier mit Fuel ausbauen, dass die Leute, dass die da auch halten können, dann sollte es funktionieren. Also, das heißt, wir nehmen jetzt auf Betonbasis, genau, auf Betonbasis. Wir nehmen den Zemod, wir nehmen uns jetzt den. Dass der hier auch halten kann. Wir ziehen den
Ich will den jetzt nicht unbedingt hier. Wer weiß, ob wir das Öl nochmal brauchen. Eigentlich wäre so hier besser, ne? Problem ist, es ist weit weg. Ich will halt nicht irgendwie was verschwenden. Andererseits, wir können... Ja, komm. Wir nehmen den. Das andere Ding war ja eh da nur so Deko. Das brauchen wir nicht wirklich. Dann kommt das Teil jetzt hier hin. Wird auch ein Endbahnhof, also da geht es nicht weiter rein. Bisschen Platz müssen wir lassen, wegen den Rohren. Ja, zack, das kostet uns wieder ein bisschen was, aber das ist okay. Also, wir nehmen wieder die normale. Geschichte. Dann werden wir jetzt vielleicht sogar den Bereich hier weiter nach außen legen. Den Zufahrtsbereich. Auf die mittlere Spur. Wo noch kein Signal ist. Aber das kriegen wir auch hin. Beziehungsweise keine Weiche ist. Ist jetzt alles ein bisschen anders geworden. Naja, jetzt geht er. Ach, komm schon. Gib mir den Snap-Point und dann passt das. Wisst ihr, wie problematisch das ist? Er will da nicht ran. So, jetzt geht's. Mit dem Snap-Point einfach machen. Also aktivierten Snap-Point geht das. So, du rein. Du raus. Okay, das ist in Ordnung. Was ist denn hier? Was ist denn? Was hab ich denn? Warum habe ich das denn so bekloppt gemacht hier? Mein Gott. Ed. Manchmal bist du echt bescheuert. So, okay, damit haben wir das. Wie gesagt, wir brauchen eine Zufahrtsstrecke. Die müssten wir eigentlich gleich mit ranknüppeln. Also als Zufahrt nehmen wir ruhig noch elektrifiziert. Wie gesagt, das wird die Zufahrtsstrecke und dann werden wir aber hier oben abgehen, hier rüber gehen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Vielleicht können wir ja auch so direkt rangehen. Wenn wir das Signal nochmal wegnehmen. Hey, das ist gerade echt heftig, was abgeht. Ja, wie gesagt, am Anfang nehmen wir noch die normalen Gleise. Die elektrifizierten. Und gehen aber dann rüber. Okay, das ist zu viel. Problem ist, ich sehe gerade nicht viel, ne? Das ist ein Problem. Bau doch mal fertig hier, so. Okay, das geht auch nicht. Dann müssen wir das mal anders machen. So, Scusi. Kommen wir da ran? Ja. So, wie gesagt, das soll jetzt echt nur reine Zufahrt sein. Okay, ist zu weit. Dass dieses Menü immer aufklappt. Na. So. Sehr gut. Damit haben wir das auch erledigt. Damit ist er dran. Jetzt schauen wir mal. So. Chainer. Dient ja nur zum Rein- und Rausfahren. Also zum Rangieren.
Okay, den haben wir auch. Sehr gut. Okay, damit haben wir das. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lang machen wir unseren Zug und vor allen Dingen... warte, Beton. Also, wie viel haben wir denn hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ich weiß, es gibt ein neues Tool zum Abmessen, aber ich finde das unnütz. 2, 4, ich zähle lieber die Kästchen, ist mir lieber. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kästchen. Ich würde mal sagen, wir nehmen, um hier abzugehen, das hier so. Aus dem Bauchgefühl heraus. Gehen dann hier rüber, fahren dann hier zum Hafen, laden das dort ab. Und den dritten, den klemmen wir dann einfach mit ran. Das ist so der Plan. Im Großen und Ganzen. Allerdings, wie gesagt, jetzt mit Sprit. Da wollen wir noch ein Sprit-Ding ranbauen. Das werden wir wahrscheinlich hierhin basteln. Dann passt das auch. So, gleichzeitig wollen wir aber auf jeden Fall das hier noch auf Elektro lassen. Wir halten uns die Option quasi offen, auf Elektro umzusteigen. Wobei ich natürlich nicht noch weiter die Gleise belasten möchte, ne? Das ist ja eh schon hier tricky. Ohne Ende. Haben wir festgestellt. So, Chain. Machen wir das hier gleich fertig. Dann haben wir nämlich Ruhe. Mixed, danke. So, dann ist das Ding hier fertig und dann sollte das auch gehen. Von der Länge her sollte es reichen. Da mache ich mir jetzt gerade keine Sorgen. Jetzt müssen wir wieder umschalten auf Betondinger. Und dann versuchen wir hier rüber zu gehen. Beziehungsweise, ich will nochmal versuchen hier für später. Warum schmiegt er sich jetzt hier nicht an? Manchmal ist das Ding auch. Ja, nicht wundern. Das soll für später nochmal sein. Jetzt fangen wir an. Also, Trolleybuskabeln. Mit 35, 121. Ich brauche eigentlich schon 23, 38, 58. Nehmen wir die. Ja, zwar Stromkabel, aber das macht ja nichts. Oh. 1, 2, 3. Aufgrund der Infrastruktur darunter. Okay, 3, 4, 5. Und warum ist mit der Infrastruktur was dann nicht in Ordnung? Das stimmt ja wieder nicht. Okay. Irgendwas stimmt schon wieder nicht mit der Geschichte. Dann nehmen wir halt das hier. Die geht immer. 1, 2, 3, hoch. Und da ist es zu steil, warum auch immer. Das finde ich auch, das finde ich jetzt kurios, ne? Das ist jetzt kurios, Leute. Also das ist ja jetzt merkwürdig. 1, 2, 3, dann geht es auch nicht. Okay, zu steil, zu steil. Da geht er. Ist er jetzt hoch oder nicht? Ich kann es schlecht sehen, ich glaube aber. Ich hätte gerne eine andere Brücke genommen. Das ist okay, dann gehen wir halt jetzt steil rüber. Dann werden wir hier die Tankstation bauen, wo die zwischentanken könnten, wenn sie denn wollen würden. Und dann passt das. So. Nächste Aktion. Schon wieder bei 24 Minuten. Ich werde wahnsinnig, Leute. Ich werde wahnsinnig. Das ist natürlich nicht... Ja, doch. Und der will einfach nicht, ne? Der hat einfach... Der quittiert den Dienst. Na gut. Na.
Na. Nee, du sollst nicht abbiegen. Du sollst so bleiben, das ist okay. Und dann sollst du eigentlich nur rüber. Vielleicht kann ich jetzt hier eine andere Brücke. Ich will unbedingt eine andere Brücke haben. Kann doch nicht so schwer sein. Eine andere Infrastruktur, das schafft er irgendwie nicht. Warum auch immer. Da kommt er nicht mit klar. Ist der Hammer. Kann doch nicht, echt nicht so schwer sein. Was ist denn das? Warum ist denn das so schwierig? Die Abstände sind doch gar nicht so wild. Snap weg. Also ich empfinde sie nicht allzu wild. Aber das Spiel denkt wahrscheinlich, okay. Guck erst mal an. Da meckert er rum. Definitiv. Da will er noch. Und da wird er komisch. 1, 2, 3. 3. Schief. Ich weiß nicht, ob der versucht, da anzusnappen oder sowas. Es ist auf jeden Fall jetzt unschön. Na komm jetzt. Menschenskinder, du sollst nicht ansnappen. Doof wie Brot. Manchmal ist die KI einfach doof. Ich will doch nur eine gerade Brücke rüberkriegen. Das ist doch nicht so schwer. Und das geht doch auch. Und jetzt bitte mit Snap. Herrgott nochmal. Was für eine Geburt. So, jetzt aber. Aber, liebe Freunde, wir sind am heutigen Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.